So schuf er die Orks und die Trolle. Schließlich formte er auch die Dunkelelfen als Geschenk für seinen Waffenbruder Noah. Seine letzte Schöpfung waren die Fjalldark, ein kleines Volk mächtiger Wesen, die als Statthalter der Renegaten zurückbleiben sollten, als diese von den Wächtern von Eo vertrieben wurden. Die Orks nennen Zarach, denn so nennt sich Ulm jetzt, den Trinker des Weltenblutes, Eisenwurzel, Klaue oder den dunklen Sturm. Seine Zeichen sind eine fünfgliedrige Klaue, eine schwarze Wurzel, ein klauenförmiger, blattloser Baum, aber auch Eisen und Blut. Ja, ich habe Zarach zuerst genommen, weil das mehr Sinn ergibt. Noah. Aunir sprach, Noah, mein Sohn, du sollst die Mondscheibe als dein Reich erhalten. Wache über die Nacht und den Schlaf, wenn Tiara weitergezogen ist. Dein Licht wird kalt sein, aber den Geschöpfen der Nacht ein willkommenes Zeichen. Noah war es, der den Wächterglauben in unsere Welt brachte. Doch er war nicht zufrieden mit der Rolle, die ihm sein Vater zugewiesen hatte, denn die Völker fürchteten die Nacht. Er begehrte auf und versuchte, sich die Achtung der Völker mit seiner Macht zu erzwingen. Es kam zum Streit mit seinen Geschwistern. Als Zarach sich abwandte, folgte ihm Noah aus dem Kreis der Wächter. Zarach erschuf für Noah das Volk der Dunkelelfen, das ihm bis heute ergeben ist. Für uns steht er für den Mond, die Nacht, die Kälte, den Schlaf und das Vergessen. Für die Norkane ist er aber der Silberweber, Meister Silbersichel, der alleinig Sehende. Seine Zeichen sind der Mond, ein Säbelkämpfer, Mondsilber, Salzwasser, ein silbernes Netz und die allgegenwärtige silberne Spinne. Okay. Lasst gut sein. Wie auch immer man Salzwasser darstellen soll. Lasst gut sein, reden wir ein anderes Mal. Okay, dann gehen wir mal wieder hier raus. Also wir können keinen weiteren Branntwein herstellen. Traumwein. Jetzt ist die Frage, wollen die beiden Rotwein oder wollen sie Branntwein? Das ist die gute Frage. Und ja, so zwischendurch mal ein bisschen Hintergrundinformationen wieder über das Spiel aufrollen. Jetzt wissen wir, wie die Orks entstanden sind und die Trolle. Warum sich Zarach und Noah abgewandt haben von den restlichen. Aber ich glaube, die wollen sicherlich auch Branntwein trinken, weil Rotwein ist denen da oben dann wahrscheinlich zu dekadent. Also ein Fläschchen Branntwein. Wobei, das scheint das nicht das Richtige gewesen zu sein. Kaufen wir sicherheitshalber auch noch den Rotwein, komm. Oh, es gibt nur noch ein Fläschchen Rotwein. Ist die Frage jetzt, wo wir das Zeug haben, ob wir nochmal mit dem reden sollten. Oder vielleicht hat Shazam eine Idee. Ah, Freund! Nö. Aber wir haben ja noch einmal Traumstaub. Können wir eigentlich noch weiteren Traumstaub? Ja, wir könnten jederzeit noch Traumstaub bei den Apothekern kaufen.
Oh, der hat mich diesmal entdeckt, weil ich unvorsichtig war. Verteidigt euch! Kämpft! Achtung! Okay. Ich kann eigentlich dann da oben den Seelenstein nehmen. Nee, gut. Und du wahrscheinlich auch nichts. Erion sei mit. Nee, okay. Dann darüber. Gut. Oh, gut. Oh. Gut, die beiden haben nichts zu sagen, außer Grüße, Freund. Ihr seid es. Sie auch nicht. Habt ihr schon? Nein, noch nicht, Barbara. Zumindest. Ach, schade, schade. Okay, der hat auch nichts Besonderes zu sagen. Deswegen habe ich es jetzt gerade mal übersprungen, aber... Was könnten die trinken wollen? Ha. Mal hier unten nachfragen, ob hier jemand eine Idee hat. Link wird sicher genervt sein. Nein, Flink hat uns gar nichts zu sagen. Nun los, der Pa. Und du auch nicht, okay. Geben wir mal Ishtar den Traumstaub. Unser Barbarenfreund können wir den Brandwein geben. Wieder mal. Mal gucken, wie viel bezahlt mir ich dafür Traumstaub. Wenn ich gleich da ein großes Geschäft draus machen kann, den beiden den ganzen Traumstaub abkaufen und den ich da für etwas mehr zurückverkaufen. Runenkrieger. Ich habe hier etwas Traumstaub. Ich frage euch jetzt nicht, wie ihr rangekommen seid, aber ich nehme ihn. Wenigstens ist er von der Straße. Gut. Hier. Nehmt ihn. Danke. Ihr habt dieser Stadt einen Dienst erwiesen. So, Erfahrungspunkte gibt es dafür auf jeden Fall ein paar. Erfahrungspunkte. Also geben wir Usakan mal sein. Den Alk.
Ihr habt gute... Zumindest was... Hier, bedient euch. Ihr seid... Und leer ist... Gut. Was gibt es sonst? Ihr wart Ausbilder? Ihr solltet erst einmal über eure letzte Lektion nachdenken. Okay, das heißt, wir können Gladiatorenträger noch nichts Neues freischalten. Also ja, wie gesagt, er verkauft nur Branntwein und Rotwein. Der bringt beherzlich wenig. Dann hätten wir wenigstens mal Boron auf die anderen beiden Wachen. Ach, Sarah, was mache ich nur falsch? Eure Frau betrügt euch. Und ich weiß auch mit wem. Bei meiner Treu, heraus damit! Wer ist der Schuft? Ich zerfetze ihn mit bloßen Händen! Es ist eine der Wachen am Osttor des Palastes. Sein Name ist Naras. Naras? Deswegen lungert er immer bei unserem Haus herum? Und nun scherzt er mit seinen Kameraden über euch. Dieser Hundsfott legt Hand an meine Sarah! Ich bringe ihn um! Ich bringe ihn um! Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Dreckiger Schuft, du kannst was erleben! So, das Schloss kann ich knacken. Das Tor öffnet sich. Gut. Ach, hier gibt's einen Tisch zum Anklicken. Okay. Lass von nun an deine Finger von meiner Frau. Da gucken wir uns mal kurz den Tisch an hier. Vielleicht kann ich da den Rotwein draufstellen. Auf dem Tisch steht ein kleiner Krug braunes Wasser. Er scheint die Wachen des nahen Durst zu stillen. Den Fisch danach zu urteilen, tun sie es wohl widerwillig, was euch bei dieser schmutzigen Brühe auch nicht wundert. Okay. Brauche ich doch Branntwein. Oh, die Wache hier ist sogar komplett verschwunden. Wahrscheinlich wurde er jetzt so grün und blau geprügelt, dass er ins Krankenhaus musste. Aber ja, ich will dann noch gucken, ob ich mit den beiden Wachen was anfangen kann. Gut, aber wir speichern die erstmal wieder. So, und dann gibt es einen kleinen Cut. Also, bis gleich.